Ich begrüße Sie zu Der Tag auf Ländle TV. Über 30 Tonnen Lebensmittel werden wöchentlich vom Vorarlberger Verein Tischlein Deck Dich eingesammelt. Diese Produkte können sich Menschen abholen, die darauf angewiesen sind. Dahinter steckt viel Organisation und freiwillige Arbeit. Elmar Stüttler hat den Verein gemeinsam mit seiner Frau Margit ins Leben gerufen. Verteilen statt vernichten. Das ist das Motto des Vereins Tischlein Deck Dich in Vorarlberg. Gemeinsam mit über 300 ehrenamtlichen Helfenden verteilt der Verein täglich gesammelte Lebensmittel an Menschen in Notsituationen. Mehr als 1400 Familien in Vorarlberg nehmen diese Hilfeleistung regelmäßig an. Elmar Stüttler, Gründer des Vereins, organisiert diese einzigartige Essensausgabe in Vorarlberg nun bereits seit über 17 Jahren. Am 4. Oktober 2004 haben wir das erste Mal in München das angeschaut und waren beide so begeistert, meine Frau und ich, dass wir gesagt haben, wir machen sowas in Vorarlberg. Nicht nur in der Stadt, sondern ganz Vorarlberg. Ich habe das als Verein gegründet. Das war Mitte Februar 2005. Und am 19. April haben wir das erste Mal verteilt, eingesammelt zuerst in Vorarlberg und auch verteilt. Das Ganze ist also nur auf Ehrenamtbasis angefangen und auf Spendenbasis. Also wir haben vom Land Vorarlberg am Anfang ein bisschen Startgeld bekommen, aber nachher eigentlich die letzten 10, 12 Jahre haben wir nichts mehr gebraucht, weil wir kommen durch mit den Spenden. Das ist wichtig für uns. Wir sind inzwischen ungefähr 300 Ehrenamtliche, die mithelfen. Also vom Einsammeln über Sortieren, über die Ausgabe und 12 Mitarbeiter, angestellte Mitarbeiter. Es fängt an am Montag in Bludenz, am Dienstag in Feldkirch, am Mittwoch in Götzis, morgen sind wir in Dornbirn und am Freitag in Bregenz. Also seit damals, seit dem Beginn eigentlich immer gleich. Über die große Hilfsbereitschaft der Vorarlberger und Vorarlbergerinnen ist Elmar Stüttler immer wieder gerührt. Pro Woche werden mit 10 Vereinsfahrzeugen etwa 30 bis 35 Tonnen Lebensmittel bewegt. Die Nachfrage nach Lebensmitteln steigt stetig an. Die Inflation, aber auch der Krieg in der Ukraine wird spürbar. Dutzende Menschen stehen hier geduldig in der Schlange für Lebensmittel. Damit der Ansturm nicht zu groß wird, werden die Personen in Gruppen eingeteilt und zu verschiedenen Uhrzeiten empfangen. Ja, das sind im Moment 30, 35 Tonnen. Können auch mal mehr sein, aber das sind es also mindestens. Und das ganze Jahr durch, also ohne Ruhetag oder ohne Urlaub. Es geht durch. Ja, es ist in der letzten Zeit ziemlich ein Wandel eingetreten, so dass einfach durch die hohen Preise überall im Lebensmittelbereich und auch sonst haben wir wesentlich mehr Einheimische, also sicher um die 30%, 35% mehr. Aber durch die Ukraine, Flüchtlinge sind natürlich viel mehr. Also das ist fast das Doppelte gegenüber vorher jetzt insgesamt. Was jetzt im Moment für uns eigentlich sehr, sehr viel Arbeit mehr bedeutet und auch viele Lebensmittel mehr. Wir kaufen jetzt die Grundnahrungsmittel teilweise sogar zu, weil wir sonst zu wenig hätten. Heute kommen durch die Flüchtlinge von Ukraine ungefähr 140, 145 Familien da jetzt in Götzis. Bei der Firma Sutterle, die kann man jetzt einkaufen und kann auch dort etwas abgeben nach der Kasse. Das bekommen wir dann und der Spar macht wahrscheinlich auch mit und das werden wir jetzt in Kürze auch so machen, dass man also den Spar das genauso machen könnte. Wir wären sehr froh, weil gerade die Grundnahrungsmittel, die halten lange, die bekommen wir nicht so im großen Maß. Und um die wären wir sehr, sehr dankbar und froh. Und jetzt im Moment kaufen wir einige zu, aber das ist natürlich auf die Dauer gesehen ein bisschen teuer für uns. Elmar Stüttler und sein Verein sind fast jeden Tag für die Menschen da. Die Dankbarkeit, die ihm, den Mitarbeitenden und den fleißigen Helfer und Helferinnen zuteil wird, ist enorm und spornt an, weiterzumachen. Ich bin Diakon und der Diakon hat verschiedene Säulen und eine Säule sind die Menschen am Rand. Und die sind mir ans Herz gewachsen. Ich sage immer, das sind so viele Menschen, denen man Gutes tun kann, denen man helfen kann und ja, das ist für mich einfach das Wichtigste. Die Liebe soll spürbar werden, soll auch zur Tat werden, nicht nur in der Kirche auf der Kanzel oben das Ganze verkünden, sondern man soll wirklich auch die Tat sehen und das ist für mich wichtig. Aber ich muss dazu sagen, für meine Frau genauso, also ohne meine Frau wäre es auch nicht möglich.
Am Wochenende wurden wir mit den ersten sommerlichen Abenden beschenkt. Die Stadt Velker nutzte die günstige Wetterlage, um in der Innenstadt ein sogenanntes Dämmershopping zu veranstalten. Heiter und leicht ging es am Freitagabend um die Marktstraße in Feldkirch zu. Mit einer sommerlichen Wetterlage waren ideale Voraussetzungen für einen abendlichen Einkaufsbummel und eine Genusstour in der Innenstadt vorhanden. Über 60 Geschäfte rollten im Rahmen des Dämmershopping den roten Teppich aus. Also die Ochsenpassage ist ganz ein relevanter Durchgang in Feldkirch, rein schon von der Lage und von der Verbindung, die sie schaffen. Ich finde, dass der Platz am meisten Charme hat von allen diesen Plätzen in Feldkirch mit der Passage, mit dem Durchgang, mit den Lauben, die sehr großzügig sind und mit dem schönen Gasttheater davor. Mit der Atmosphäre rund um die Marktstraße wurde ein Gefühl der Gemütlichkeit geschaffen. Die Gastronomie bediente den kulinarischen Aspekt und sorgte für Aperitif, Snacks und Abendessen. Wir wünschen uns in erster Linie, dass wir eine gute Zusammenarbeit und dass wir sehr viele Kunden wieder begrüßen dürfen nach der Corona-Zeit, dass Feldkirch wieder lebt, dass man wieder einen Spaß hat, dass es wieder ein Ort der Begegnung wird. Von Schönem bis zu Nützlichem, von modern bis traditionell, mit einem breiten Potpourri an Produkten begeisterten die Feldkircher Kaufleute auch an diesem Abend. Jetzt haben wir ein Geschäft länger auf bis um 9 Uhr. Haben wir dann Zeit zum Einkaufen, gleich rundum schauen, was trinken gehen, essen. Das ist wirklich gut. Also wir finden es eine super coole Idee. Wir haben uns gerade oben vorhin ein bisschen durchgeschlendert. Es gibt einfach wieder so ein Urlaubsfeeling. Jetzt haben wir gerade lange Zeit in den Urlaub gehen können. Und deswegen, es macht es wieder wirklich, es gibt eine Freude. Lebendig einfach, ja. Also man fühlt sich echt wie im Urlaub und ja, mal kann man öfters machen. Zum Urlaubsgefühl verhalfen die warmen Temperaturen und die musikalische Unterhaltung. Dieses Erlebnis schien nicht nur eine Gelegenheit für Konsummöglichkeiten zu sein, vielmehr war das Gefühl der Dolce Vita verbreitet. Nach einer kurzen Pause kehrt der Sommer wieder zurück. Die nächsten Tage bescheren uns heiße Temperaturen. Details dazu sehen Sie jetzt im Kachelmann-Wetter. Und bleiben Sie danach unbedingt dran. Denn ab sofort startet wieder unser Sommergewinnspiel, in dem wir täglich 100 € Gutscheine von Betrieben am Garnmarkt verlosen. Ich wünsche Ihnen viel Glück, schön, dass Sie dabei waren und wenn Sie wollen, bis morgen 18.50 Uhr, der Tag auf Ländle TV. Der Dienstag bringt uns von früh bis spät viel Sonne und nachmittags nur kleine Schönwetterwolken. Es bleibt trocken und die Temperaturen steigen auf 22 Grad im Bregenzer Wald und bis auf 26 Grad im Rheintal. Am Mittwoch wieder viel Sonne und erst nachmittags Quellwolken, abends im Montafon gibt es örtliche Gewitter. Es wird schwül und warm bei bis zu 29 Grad. Ähnlich warm wird's auch am Feiertag, mit viel Sonne, einzelnen Schauern oder Gewittern, die Temperaturen um die 29 Grad. Und am Freitag bleibt es sonnig und hochsommerlich mit Temperaturen bis zu 31 Grad. Hallo miteinander, ich bin der Mitch vom Hubers am Garnmarkt 1 in Götzis. Wir sind, wir, all meine Kollegen rundum, schon in die Sommersaison gestartet mit pflückfrischen Salaten, momentan noch mit Spargel, das sich saisonal anbietet. Wir sind auch auf der anderen Seite, vis-à-vis für uns, mit dem neuen Betrieb seit März unterwegs, und zwar mit Eis, mit Bargetränken, mit italienischem Kaffee, Espresso, wie auch immer. Diesbezüglich täten wir da so einen 100-Euro-Gutschein anbieten bzw. verlosen. Schreibt einfach bei den Kommentaren drauf, warum, weshalb, was euch uns gefällt, warum wir gerne zu uns gehabt hätten, ist natürlich für beide Betriebe einlösbar. Ich wünsche euch alles Gute. See you.